Mitte Januar. Der Winter hält Einzug in Mecklenburg-Vorpommern. Tiere und Pflanzen suchen Schutz vor der kalten Jahreszeit, vor Frost und Schnee. Auch für uns Menschen ist der Winter immer eine ganz besondere Herausforderung, vor allem in Hinsicht auf Wärme und Energie. Schwerin, Hauptzentrale der WEMAG, Obotritenring 40. Es gibt gute Nachrichten. Die großen Sorgen aus dem letzten Winter haben sich nicht erfüllt. Aktuell ist die Lage stabil. Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Niemand wird frieren müssen. Dennoch ist das Thema Versorgungssicherheit gerade im Winter und natürlich im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein immer noch brandaktuelles Thema. Die Situation mit Blick vor einem Jahr hat sich deutlich verändert. Die Gasspeicher waren nur mit 20-30% gefüllt. Heute haben wir einen Füllstand aktuell um die 80%. Das ist eine ganz andere Situation, eine ganz andere Ausgangsbasis. Natürlich haben die Kunden dazu beigetragen, durch ihre Sparmaßnahmen im letzten Jahr, dass wir so einen hohen Füllstand haben. Die Aufgabe der WEMAG ist es, ihre Kunden zuverlässig mit Strom und Gas zu versorgen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Um dies zu garantieren, hat das Energieunternehmen bereits 2016 in eine eigene Netzleitstelle investiert. Dreh- und Angelpunkt der gesamten Zentrale, sozusagen das Herz der Energieversorgung. Aus der Netzleitstelle wird die Stabilität im Stromnetz überwacht und damit für die sichere und zuverlässige Energieversorgung gesorgt. Wir müssen natürlich dann den Betrieb sicherstellen, dass die Versorgung sicher ist für die Kunden, für jeden Einzelnen, auch für die Industrie und so weiter im Land. Und das Zweite ist natürlich die neue Herausforderung, die wir bekommen durch die neuen Energien, das heißt durch Wind, Solar und auch Biomasse und so weiter. Die Netzleitstelle ist 24 Stunden besetzt. Die Spezialisten steuern von hier aus alle Stromflüsse und sorgen dafür, dass das Stromnetz jederzeit stabil ist. Eine ziemlich komplexe Aufgabe. Und wie sind heute die Schaltungen so verlaufen? Eigentlich soweit ganz gut, keine Probleme, läuft alles planmäßig. Ja. Und bei den Baumaßnahmen haben wir sehr viele derzeit? Der Recherche? Momentan noch nicht, aber das wird im Laufe des Jahres sicherlich mehr werden. Ja. Wir haben Anfang des Jahres relativ viele Schutzprüfungen dran. Und dann die Baumaßnahmen, die starten natürlich, wenn das Wetter etwas besser ist. Also große Herausforderung. Große Herausforderung, aber das meistern wir. Ja. Bei eventuellen Störungen kann aus der Leitstelle rasch eingegriffen und eine konstante, sichere Stromversorgung gewährleistet werden. Die zuverlässige Versorgung der Kunden mit elektrischer Energie für Licht und Wärme. Kein leichter Job. Es geht darum, eine Führungsstruktur bereitzustellen, die also, ich sag mal, 24/7 funktionieren kann, also rund um die Uhr, und die dann sicherstellt, dass schnell Entscheidungen getroffen werden. Auch mit der permanenten Abwehr von Cyberangriffen und Attacken auf die IT-Infrastruktur beschäftigt sich die WEMAG. Und das nicht erst seit der Energiekrise. Die Spezialisten haben eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die sensiblen Systeme so gut wie möglich abzusichern. Dazu haben wir eine besondere Aufbauorganisation implementiert. Das hat die Form Krisenstab. Sodass also in besonderen Ausnahmesituationen gewährleistet ist, dass eine schnelle Führung aus einer Hand erfolgen kann, sodass die zum Beispiel schweren Schadensereignisse in kurzer Zeit und angemessen bewältigt werden können. Die WEMAG hat bereits sehr früh in Zukunftstechnologien wie Speicher oder den Bau von Windkraft- oder Photovoltaikanlagen investiert. Schon jetzt leistet die WEMAG einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien in Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit liefern die Anlagen für erneuerbare Energien aus dem Netzgebiet der WEMAG eine Gesamtleistung von knapp 2300 Megawatt. Damit liegt die WEMAG schon heute über den Vorgaben der Bundesregierung für das Jahr 2050. Trotzdem muss die Anstrengung in Sachen Ausbau und erneuerbare Energien noch verstärkt werden, um noch unabhängiger von fossilen Rohstoffen zu werden.
Zum Vergleich, im Jahr 2021 hat das Unternehmen 42 Millionen Euro in unser Stromnetz investiert. Um den vielen Anfragen zur Einspeisung von Energien nachzukommen, wird die WEMAG bis 2030 noch 1 Milliarde Euro in den Netzausbau investieren. Eine Mammutaufgabe. Wir wollen Biomasseanlagen in unser Portfolio aufnehmen. Wir wollen Windenergieanlagen aufrichten und PV-Anlagen betreiben, um unsere Kunden mit einem ökologischen und Produkt zu versorgen. Und das machen wir seit mehreren Jahren jetzt konsequent, aber auch sehr erfolgreich. Das sind gute Nachrichten, keine Frage. Dennoch wird uns die fossile Energiekrise noch länger begleiten. Über den Berg sind wir noch lange nicht. Veränderung ist ja permanent. Also das erleben wir auch jeden Tag. Und wenn es in 20 Jahren noch genauso wäre, wie es heute ist, dann hätte keine Entwicklung stattgefunden. Dass wir weg von den fossilen Energieträgern kommen, vielleicht weniger in diese Sparmaßnahmen denken, sondern uns eine Welt schaffen, wo wir aus Erneuerbaren die Versorgung gestalten, wo wir Wind und Sonne nutzen, um Wärme herzustellen, um elektrische Energie herzustellen, um schlicht und ergreifend unseren Kühlschrank zu betreiben. Die Voraussetzungen sind da. Entscheidend ist, was man draus macht. Wir sollten tatsächlich alles dafür tun, um vom fossilen Erdgas unabhängig zu werden, also die Energiewende zu beschleunigen, um jederzeit und dauerhaft mit Energie versorgt zu sein.